Thema Selbstwert oder Wertschätzung oder auch sich das gönnen, ja, sich das wert sein, sowas zu machen und nicht zu denken, ich bin eigentlich nicht so wichtig. Also manchmal kommt schon vor, dass man am Ende des Tages gefragt wird, und wie geht's dir? Und man stellt dann erst fest, ich habe eigentlich heute noch gar nicht drüber nachgedacht, wie es mir geht. Habe zwar vielleicht 10 Patienten behandelt oder 30 Schüler unterrichtet oder so, aber weiß gar nicht, wie es mir eigentlich geht. Selbstwert ist ein, oder selbst oder mangelndes Selbstwert ist die Volkskrankheit Nummer 1 für mich. Mhm. Ja. Und ganz ehrlich, ich habe das bekommen, so gut es jetzt ist, durch viele Coaches, Seminare und Therapien. Und andere Menschen haben sich dafür ein Haus gekauft. Das ist einfach nur der Unterschied. Und deswegen ist nicht mein Weg besser oder schlechter. Es ist vielleicht manchmal die Einsicht von jemandem, der dann zu mir kommt und sagt, ja toll, ich habe ein Haus, aber ich habe nicht das, was du da in dir gefunden hast. Mhm. Ich bin froh, dass ich das, was ich gefunden habe, in mir gefunden habe. Und ich würde es auch, wenn ich jetzt davor stehen würde, nehme ich das Haus oder nehme ich das, was ich in mir trage, würde ich sofort wieder das nehmen, was ich in mir trage. Mhm. Aber es ist auch kein leichter Weg. Das ist irgendwo auch so ein bisschen eine Heldenreise. So. Da muss man auch bereit sein zu gehen. Und da unterscheidet sich schon sehr viel auch von dem Äußeren, ne? Dass es so erkennbar ist. Aber man merkt auch im Moment, dass viele gar nicht mehr die Wahl haben. Die fragen können, also da ist eine Notwendigkeit da, ja, weil ihnen alles um die Ohren fliegt. Letztendlich sind wir aufgefordert, uns von innen heraus kennenzulernen. Und solange wir uns da im Außen an den Spiegel ergötzen oder auch nicht ergötzen, werden wir uns da nicht finden. Und damit sind wir nicht in der Wahrheit, sondern in der Illusion. Also wie gesagt, die Frage ist nicht dahingehend, was will ich, sondern die Frage ist, wer will ich sein? Und was vielleicht sogar, wer bin ich, ist vielleicht die noch bessere Frage. Weil diese Frage bringt mich immer wieder in die Frage, bin ich das wirklich? Ich könnte mich jetzt ja auch identifizieren, ich bin jetzt hier, was weiß ich, toller Therapeut oder so. Das ist nur eine Identifikation. Ja. Erst wenn ich die bereit bin, wieder aufzugeben, mache ich Platz für was Neues. Vielleicht ist das jetzt hier der Anfang für große Interviews, die ich mache. Vielleicht moderiere ich nächstes Jahr bei RTL. Oder vielleicht moderieren wir nächstes Jahr Let's Dance oder sowas. Weil wir das beide toll finden, weil wir gerne tanzen. Ja, das wäre doch was. Also, das wissen wir nicht. Und wenn wir uns da so einschränken und uns immer mit etwas identifizieren, dann schränken wir dieses Feld der Möglichkeiten, das da ist, enorm ein. Das ist sehr, sehr schade. Und die Identifikation ist ganz schnell da. Der Verstand macht das sofort. Weil wenn wir die loslassen, taucht eine große Angst auf. Mhm. Wer bin ich denn jetzt? Mhm. Man will ja immer wissen, wer ist man und sucht nach dieser Identifikation. Ich bin ein Feld unbegrenzter Möglichkeiten. Das ist so meine Variante jetzt. Und die lässt viel mehr zu als Therapeut oder sowas oder Coach oder Seminarleiter. Nee. Und wenn ich merke, dass da gerade was am Arbeiten und am Rodeln ist, dann nehme ich mir Blaupausen dafür. Und Blaupausen bedeuten Auszeiten. Das habe ich mehrmals gemacht in meinem Leben und dann wird neu sortiert, dann gibt es Blaupausen. Jetzt sitzen vielleicht viele vor der Kamera und sagen, wie soll denn das gehen, ich muss ja leben davon. Ja, dann nehmen wir uns mal einfach eine Blaupause von dem gewohnheitsmäßigen Denken schon mal, das wäre ja schon mal was. Mhm. Ja? Zum Beispiel, ich bin Physiotherapeutin. Ja? Das wäre ein gewohnheitsmäßiges Denken. Mhm. Ja? Nein, du bist das Feld unbegrenzter Möglichkeiten. Du bist ja nun Physiotherapeutin. Was fühlt sich denn besser an, das von sich selber zu behaupten, ich bin Physiotherapeutin oder ich bin ein Feld unbegrenzter Möglichkeiten? Natürlich, ich bin ein Feld unbegrenzter Möglichkeiten. Also man sollte vielleicht lieber sagen, ich arbeite momentan als Physiotherapeutin. Ah, da ist schon, ne, die Entkopplung, ne, ist schon genau. Da. Ja, ja, so sehe ich das. Es ist ein langsamer Prozess, sich zu entkoppeln von dem, was man glaubt zu sein. Was ich so auch von mir kenne, ist, dass ich mich unterschiedlich sehe, manchmal von einem Tag auf den anderen. Also es kann sein, an dem einen Tag bin ich wirklich eins mit mir und habe das Gefühl, oh ja, Selbstliebe und nein, das mache ich jetzt nicht, tut mir gerade nicht gut, ich mache lieber das, fühlt sich viel besser an. Und am nächsten Tag fühlt sich das Gleiche nicht mehr so gut an. Oder ich denke, nee, eigentlich weiß ich doch nicht. Und dann kommen die Zweifel so, stülpen sich so über einen und man hat plötzlich das Gefühl, im Chaos zu versinken oder ist in einer ganzen anderen emotionalen Stimmung. Schön. Bin ich dann das oder bin ich das? Oder alles. Oder alles. Ja, wir lassen das bei alles. Kannst du denn zu allem Ja sagen?
Naja. Dann lassen wir es doch einfach dabei, weil wenn du auf der einen Seite ein Feld unbegrenzter Möglichkeiten sein willst, dann bist du es auch auf der anderen Seite. Es ist ein Pendel. Und lassen wir es doch einfach bei der Tatsache oder Annahme, keine Ahnung, du bist das alles. Und das Einzige, was du tun kannst, ist, gegenüber dem, was dir da an allem begegnet in dir, zu schauen, zu atmen, zu fühlen und ja zu sagen. Ja, das bin ich auch. Ich bin auch Chaos, ich bin auch Verwirrung. Na und? Ja, manche Menschen scheinen so ein bisschen nur zu pendeln und andere schwingen. Manche leben sogar, sehen so aus, als wenn sie nur auf der Pendelseite der Sonne sich befinden, und manche Leben sehen so aus, als wenn sie nur auf der Pendelseite des Dunklen sich befinden. Das sieht so aus. Und mein Leben sieht so aus, als wenn ich ständig hin und her schnell. Das sieht so aus. Und? Können wir es ändern? Ja, vielleicht, wenn wir doch mit unseren Gedanken unsere Realität erschaffen, können wir vielleicht auch ein bisschen Einfluss nehmen. Genau. Oder wir haben nichts unter Kontrolle. Wenn wir nichts unter Kontrolle haben, sind wir dennoch hier und spielen hier irgendeine Art von Spiel. Und dieses Spiel, finde ich, spielt sich am besten, wenn es Spaß macht. Das stimmt, ja. Ja? Also die Möglichkeit haben wir auf jeden Fall. Wir können ja auch Gedanken auswählen und so weiter, das können wir schon. Wir können auch uns entscheiden, ob wir jetzt hier aus dem Fenster springen oder die Treppe runtergehen. Das würde definitiv unterschiedlichen Verlauf des Tages zur Folge haben. Ja, also wir haben ja da freie Wahl und wir haben da Möglichkeiten. Was wir jetzt wirklich tatsächlich kontrollieren oder nicht, das ist ein heißes Thema. Weil, das weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, dass ich Lust habe, das Spiel gut zu spielen. Also es soll mir Spaß machen. Ich habe aber keine Kontrolle darüber, was morgen Mittag um 12 ist. Dort kann mein Hund tot sein, meine Frau tot sein oder ich tot sein. Das weiß kein Mensch. Und alles, was wir tun, uns anstrengen, um morgen noch glücklicher zu sein, geht bei allen Menschen nicht auf. Es gibt nur einen einzigen Moment und das ist der jetzt. Und in diesem Moment muss das, was jetzt läuft, irgendwie geil sein, muss Spaß machen. Für mich muss irgendwie schön sein. Und wenn es das nicht schön ist, dann erinnere ich mich daran, dass das übrigens auch in dem, was dann ist, oftmals etwas Angenehmes ist. Du kannst deinen Fokus sofort, du kannst sagen, ich habe jetzt einen fürchterlichen Schmerz und ich habe einen großen Liebeskummer, aber, und jetzt kommt Rückverbindung zum Körper, aber ich habe ein gesundes Knie, ich habe einen gesunden Oberschenkel, meine Ohren sind noch durchblutet, meine Augen funktionieren und ich kann riechen. Das ist eine Frage der Aufmerksamkeit. Und wenn ich das lang genug mache, geht es mir auch besser. Deswegen ist nicht der Liebeskummer weg, aber ich habe vielleicht die Möglichkeit, mich nicht mit dem Liebeskummer zu identifizieren, und das ist ja schon mal viel wert. Ich kann ihn viel besser reflektieren. Und wenn ich so das Spiel spiele, dass es mir Spaß macht, habe ich dann auch, also beeinflusse ich automatisch positiv meine Schwingung, dass ich auch mit besseren Dingen in Resonanz gehe, oder besser ist schon wieder eine Bewertung, aber wenn jetzt so morgen kann alles sein, morgen könnte irgendjemand tot sein, dann müsste ich mich ja fragen, wenn es morgen eintrifft, was in mir hat es jetzt mitgestaltet? Naja, klar, da du alles bist und alles wird sterben. Von daher gestaltest du den Tod immer mit. Das tust du auf zellulärer Ebene. In dir findet gerade massiv Tod statt, und zwar in millionenfacher Form. Sterben gerade Hunderttausende von Zellen in dir. Wir sind uns dessen noch nicht bewusst. Du bist ein wandelnder Tod. Und du bist eine wandelnde Neugeburt, weil es werden auch wieder ganz viele neu geboren. Also das Gegenteil von Tod ist nicht Leben. Das Gegenteil von Tod ist Geburt. Und Geburt und Sterbeprozess findet im Leben permanent statt. Das ist was ganz anderes. Ja? Und ich weiß, dass viele Menschen damit völlig im Widerstand sind. Also ich treffe jetzt mal eine knackige Aussage, Silke, und ihr alle. Du, ihr, ich, wir werden alles verlieren, was wir jemals geliebt haben. Alles. Das hört man nicht gern. Also kommt man eher so auf die, also zu dem Therapeuten gehe ich nicht. Nee, braucht man ja auch nicht, es sei denn, man will die Wahrheit hören. Und das ist so. Wir werden das definitiv alles verlieren. Auf unserer kleinen Ebene der Wahrnehmung des Egos. Auf einer viel größeren Ebene werden wir dadurch vielleicht erkennen, das erkennen viele, durch viel Verlust erkennt man das. Und ich habe sehr viel Verlust in meinem Leben erlebt.
erkennen wir, dass wir das nicht sind. Wir sind nicht unser Verlust. Mhm. Wir sind auch nicht das, was da stirbt, und wir sind auch nicht das, was da geboren wird. Wir beobachten das sehr wohl, ja. Mhm. Wir können da zuschauen. Die Dinge kommen und gehen. In ihrem ganz eigenen Rhythmus. Und du kannst mitspielen. Aber du bist nicht der Kontrolleur. Mhm. Das ist ein bisschen wie beim Fußballspielen. Da sind letztendlich 22 Leute. Ich als Nichtsportler musste jetzt echt überlegen kurz. Da sind 22 Leute, da ist ein Ball, 11 und 11. Und du bist da voll bemüht und gibst dein Allerbestes. Hast du den Ausgang des Spiels im Griff? Ja. Aber du kannst sehr wohl mitspielen. Du kannst auch spielen, dass es dir Spaß macht. Und du kannst eine ganz wesentliche Rolle spielen in diesem Spiel. Mhm. Aber du kannst dir die Haxen brechen, du kannst zuschauen, wie die ganze Mannschaft vergeigt, du kannst zuschauen, wie ein Pass an dir vorbeizieht und du hast nichts davon unter Kontrolle. Und das ist das Leben. Mhm. Und daran möchte sich das Ego nicht gewöhnen. Das Ego glaubt immer, weil sonst hat es ja keine Identifikation mehr, ja? Glaubt immer, es ist der Schöpfer. Deswegen, das ist was ganz anderes. Mhm. Ja, und da sind wir auch schöpferisch. Aber das Ego hat keinerlei Kontrolle. Null. Und es ist sehr, sehr, es lebt sich sehr viel gemütlicher, wenn man das weiß und damit sich auch mal anfreundet. Sonst hat man große Angst vor dem Tod, große Angst vor Verlust, versucht alles zu sichern, abzusichern, Versicherungen hier. Und die ganze Welt ist voll davon, von diesen Absicherungsprogrammen. Und das ist alles eine Illusion, es geht alles schief, weil wir kriegen das beigebracht. Das Leben zeigt uns, das ist Blödsinn. Ja? Bei dem, was gerade passiert, wirtschaftlich oder auch finanzmäßig auf der Welt, werden wir, glaube ich, noch sehr viel deutlicher spüren, wie wenig wir Kontrolle haben. Mhm. Ja, und dann ist es gut. Ich habe ja in meiner Arbeit in den Seminaren eine innere Welt kreiert. Dann ist es gut, eine Welt innen zu haben, die echt ist, wo ich hingehen kann und mich wahrnehmen kann, mich spüren kann, auch wenn draußen alles zusammenbricht. Ja. Mhm. Also wenn jetzt draußen irgendwie etwas von den Horrormeldungen passiert, die ja auch um die 2012-Zeit und so weiter angekündigt sind, dann wüsste ich, mich zurückzuziehen in einen inneren Ort, wo Frieden ist. Und das kann sein, dass ich aus diesem Ort heraus beobachte, wie mein Körper dann stirbt in diesem ganzen Drumherum. Ja. Mhm. Ist gut möglich. Mhm. Und ich bin froh, wenn das so gelingt, wie ich es gerade beschreibe. Mhm. Ja. Aber da, das ist mir ein Anliegen, da am Ball zu sein, nicht an der falschen Seite nach Glück zu suchen, also sprich im Außen, oder nach Geborgenheit oder nach Hoffnung oder so. Ich habe auch gemerkt, mein Leben hat so die Dynamik, dass es sowieso im Außen immer wieder verloren geht, wenn ich es da suche. Das habe ich mir vielleicht so kreiert und vorgenommen. Mhm. Weiß ich alles nicht, ist auch nicht wichtig, aber es zeigt sich als Muster, wenn ich reflektiere. Also macht es für mich Sinn, ganz und gar bei mir zu sein und bei mir, in mir das zu suchen und zu finden, worum es geht im Leben. Und das gebe ich auch weiter, nichts anderes. Mhm. Wenn ich weiß, dass alles andere verloren geht, besinne ich mich einfach mal auf das, was vielleicht bleiben wird. Mein Bewusstsein, das, was ich wirklich bin. Mhm. Ist ja auch nur logisch. Ich bin da kein besonders Heiliger oder so. Ist ein einfacher Prozess. Mhm. Wenn du in einen Raum reingehst und du suchst alle Regale ab und alle Regale sind leer und da ist noch eine Kiste, dann suchst du in der Kiste das, was du suchst, oder? Mhm. Und so mache ich das und so gebe ich es weiter. Und viele, die zu mir kommen, die haben schon einige Regale durchsucht. Mhm. Also diese innere Welt ist sehr schön, ja, durfte ich ja auch schon bei dir erleben. Manchmal sogar so schön, dass man nicht mehr so richtig da raus will. Ja. Und dass man sich mehrmals am Tag auch da wieder hin transportieren kann, ja, auch, ohne dass man jetzt stundenlang Meditation machen muss oder in einem stillen Raum weg von allem zu sein, sondern manchmal schafft man es wirklich dann, oder man schafft es immer besser, durch die Fokussierung da hinzukommen oder durch atmen, bei sich sein. Es gibt Leute, die sagen, das ist eine Flucht. Ich sage, die äußere Welt ist eine Flucht. Mhm. Wir benutzen die äußere Welt, das ganze Entertainment, alles, was wir kaufen können und machen können da draußen, was alles toll ist und ich liebe das. Ja. Aber wir benutzen es als Flucht oft vor der inneren Welt, vor dem, was wir wirklich sind. Die innere Welt ist keine Flucht. Das alles, was du da erkennst und wahrnimmst, das bist du genauso wie das, was außen ist. Mhm. Und ich finde eine Balance gesund. Ja. Ja, ich würde mich niemals in eine Höhle zurückziehen und da irgendwie jetzt drei Jahre meditieren, um irgendwas zu erfahren, was man dann Erleuchtung nennt.
und da würde mir das leckere Essen gehen fehlen und die vielen tollen Menschen und die tollen Klamotten, die man kaufen kann und Schuhe shoppen mit meiner Frau und was auch immer. Ich liebe das alles total. Ich erkenne für mich, ist meine Wahrnehmung, die äußere und die innere Welt, auch wenn die eine die andere spiegelt. Aber ich bin hier in diesem Leben, um genau das zu erfahren. Und deswegen ist es für mich gleichgültig und gleichwertig. Mhm. Und es darf beides da sein. Und ich bin froh, dass ich das in meinem Leben zu einem ganz, ganz großen, ja, in einer ganz großen Fülle auch erreicht habe. Ich habe extrem viel innere Fülle und sehr, sehr viel äußere Fülle in meinem Leben. Und ich habe da immer dran geglaubt. Also ich habe mir genau das ausgesucht in dem Feld der Möglichkeiten, das ich bin, ja, und bin da einfach dem treu geblieben. Ja, ich habe immer gesagt, innerlicher Reichtum, äußerlicher Reichtum, das ist für mich auf einer Ebene, das gehört für mich zusammen und ich finde es toll und ich möchte ein, was weiß ich, Coach oder Therapeut mit einem großen Haus, mit einem großen Auto sein, mit viel Geld in der Tasche und mit vielen Reisen, die da sind und mit einer tollen Frau und einem tollen Hund und alles ist da. Mhm. Und es gibt Leute, die gehen damit in Widerstand. Die kommen nicht zu mir, ist völlig in Ordnung. Es gibt Leute, die sehen sich genau auch nach dem und sagen sich, Mensch, das ist doch eigentlich das. Wozu soll es sonst das Ganze da sein? Wozu gibt es denn bei Edeka alles zu kaufen, wenn ich da nicht hingehen kann oder mir das nicht leisten kann? Mhm. Ja? Ich liebe ja große Städte wie Hamburg und so weiter. Und das ist ein Traum, da shoppen zu gehen, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, jetzt jedes Mal durchzuzählen, wie viel habe ich denn noch? Das kenne ich sehr gut aus meinem Leben. Ich habe viele, viele düstere Dinge diesbezüglich erlebt. Aber ich weiß, dass das unter der Würde eines jeden Menschen ist. Weil wir sind viel mehr. Dann könnte man jetzt meinen, man braucht sich das nur vorstellen und dann würde man es irgendwann erreichen. Aber es klappt ja trotzdem nicht. Nee, es sind viele, viele kleine Bausteine, die dazu beitragen. Und letztendlich dann auch noch die Frage, ob das für dein Leben letztendlich so sein soll. Mhm. Das erlebst du jetzt. Mhm. Ja? Du kannst im Jetzt eine Entscheidung. Jetzt ist der Moment deiner Kraft. Jeder, der das jetzt gehört hat, kann im Jetzt zum Beispiel die Entscheidung treffen, dafür möchte ich auch mehr. Oder so Fülle möchte ich auch mehr oder so. Mhm. Ja, kann jeder die Entscheidung treffen. Und diese kleine Entscheidung bewirkt etwas. Das ist unsere Macht, das ist unsere Intention. Mhm. Und sie bringt eine kleine Welle in Gang. Stößt einen kleinen Stein an. Ich kann aber auch die Entscheidung sofort wieder an der nächsten Ecke platt machen. Mit einer Gegenentscheidung. Mhm. Also ganz einfach. Wann immer du etwas nicht erlebst, was du dir wünschst, ja? Wann immer du etwas nicht erlebst, was du dir wünschst, liegt es auf keinen Fall daran, dass du zu schlecht bist, zu wenig gewünscht hast, zu wenig programmiert hast, zu wenig Therapien, zu wenig Coaching gemacht hast und so weiter. Es liegt immer daran, dass etwas anderes noch stärker wirkt. Okay. In deinem Feld der Möglichkeiten, das du bist. Mhm. Das können Sachen aus der Familienstory sein, es können alte traumatische Erlebnisse sein, alles Mögliche. Ich bin nun einer, der auf die Suche geht mit Klienten nach diesen Dingen, um sie in eine Transformation, sprich Verwandlung, in Lösung zu bringen. Was davon gelingt, wie tief das gelingt, wie intensiv, was dabei rauskommt, weiß kein Mensch. Das werden wir dann erleben. Das ist das, woran wir Menschen uns gewöhnen müssen. Wir wissen nicht, was morgen um 12 ist. Und da bleibe ich dabei. Und wer diese Sicherheit bei mir sucht, wird sie nicht finden. Der soll woanders suchen. Das ist Quatsch. Das ist eine Illusion. Auf die würde ich nicht aufbauen. Weil sie wird definitiv zerbrechen. Früher oder später. Mhm. Also leben wir einfach jetzt und treffen die Entscheidung, die uns Spaß macht. Und meine Entscheidung ist jetzt, jetzt gehen wir was essen. Gut, mach ich mit. Danke dir. Super. Ja.